Guten Tag, moin moin, grüß Gott und grüezi, liebe Deutschlerner und Deutschlernerinnen, zu unserem Video Bildbeschreibung. Zuallererst möchten wir euch aber mitteilen, dass wir jetzt 100.000 Abonnenten haben und das für uns ein Grund zum Feiern ist. Dafür bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei euch, denn nur mit eurer Hilfe konnten wir das schaffen. Herzlichen Dank. Und jetzt zum Video. Wir hatten die Idee, eine Bildbeschreibung für mehrere Niveaus gleichzeitig zu machen. Wie das geht, zeigen wir euch jetzt. Auf Niveau A1 beantwortet man einfach die Frage, was ist auf dem Bild? Also die Gegenstände, zum Beispiel der Himmel, der Fensterladen, der Mann, der Bart und so weiter. Dann nächste Frage, wie ist der Mann, also die Person und die Dinge auf dem Bild? Älter, barfuß, entspannt und so weiter. Und dann, was tun die Personen, hier der Mann? Zum Beispiel, er isst, er sitzt, raucht und so weiter. Für das Niveau A2 stellen wir die Frage, was siehst du auf dem Bild? So kann man den Akkusativ, also das direkte Objekt, dazu nehmen, den wir hier blau markieren. Und natürlich auch die Wechselpräpositionen mit dem Dativ, hier rot markiert. Ich sehe einen Mann. Er sitzt in einem Fenster. Zwischen zwei Fensterläden, raucht Pfeife und schaut hinaus. Der Mann ist etwas älter, seine Haare sind rot und sein Bart auch. Er trägt ein Hemd und eine Hose. Draußen scheint die Sonne und der Himmel ist blau. Es gibt auch ein paar Wolken. Es gibt steht immer mit Akkusativ. Links vorne steht eine gelbe Vase. Hier kann man auch schon mit den Adjektivendungen beginnen. In der Vase sind gelbe Blumen. Ich finde das Bild sehr positiv, denn die Farben sind sehr schön und die Atmosphäre ist heiter. Jetzt kommen wir zu Niveau B1. Auf B1-Niveau lernt man die Relativpronomen und die gesamte Adjektivdeklination. Außerdem kann man Vermutungen, also Hypothesen, anstellen, was die Person auf dem Bild fühlt oder denkt und auch, wie das Bild auf den Betrachter wirkt. Also, auf dem Bild sehe ich einen Mann, der in einem Fenster sitzt, in die Natur schaut und Pfeife raucht. Er ist etwa 50 Jahre alt, hat rote Haare und einen roten Bart. Er trägt ein graues Hemd und eine lange braune Hose. Das Fenster hat zwei grüne Fensterläden. Im Vordergrund steht eine gelbe Vase mit gelben Sonnenblumen. Im Hintergrund sieht man den blauen Himmel, ein paar weiße Wolken und die gelbe Sonne. Der Mann sieht ruhig und entspannt aus und ich vermute, dass er über sich und sein Leben nachdenkt. Das Bild strahlt Ruhe und Harmonie aus. Und nun das Königsniveau B2. Hier ist der Wortschatz natürlich schon sehr anspruchsvoll und man beherrscht verschiedene Arten von Nebensätzen, Doppelkonjunktionen, Konjunktiv und Verben mit Präpositionen. Zum Beispiel, im Zentrum des Bildes ist ein Mann zu sehen, der in einem Fenster zwischen zwei grünen Fensterläden sitzt, nach draußen schaut und Pfeife raucht. Mit dem Rücken lehnt er gegen einen Fensterladen. Er ist rothaarig und auch sein Bart ist rot. Ich vermute,
dass er etwa 50 ist. Seine Kleidung ist leger. Er trägt ein langärmeliges, graues Hemd und eine lange, olivbraune Hose. Er ist barfuß, trägt also keine Schuhe. Der Mann wirkt einerseits entspannt, aber andererseits auch ein wenig traurig. Es sieht so aus, als ob er über sich selbst und die Welt nachdenken würde. Vielleicht erinnert er sich an frühere Zeiten oder überlegt einfach, was er heute noch tun wird. Im Vordergrund auf der linken Seite steht eine gelbe Vase mit leuchtend gelben Sonnenblumen darin. Im Hintergrund kann man den strahlend blauen Himmel sehen. Rechts oben am Himmel steht eine große, runde, gelbe Sonne und daneben sind über den Himmel noch weitere kleinere, gelbe Kreise verteilt. Vermutlich sind das die letzten Sterne aus der Nacht. Auch ein paar weiße Wolken sind dort zu sehen. Das Bild wirkt sowohl beruhigend als auch entspannend auf mich. Besonders schön finde ich die klaren, kräftigen Farben. So, das war unser Video zur Bildbeschreibung. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir bedanken uns noch einmal bei euch für eure Treue und Unterstützung. Alles Liebe, tschüss, baba, auf Wiedersehen und auf Wiederlurge, euer Deutsch Global Team.